Man hat auch nicht viele Bosse unbedingt. Ich finde die Ambiente ist cool und ich mache aber Daily Quests überhaupt nicht gerne. Muss ich ehrlich sagen, also. Ich finde die langweilig. Naja, zumindest gibt es da jetzt hier wieder irgendwie viele Belohnungen. Man kann wieder das Pet erlangen, was man vorher nur durch dieses Sommer-Event da, Sonnenwendfest, erlangen konnte. Ist auch ganz cool. Und es gibt halt dieses neue Mount, diesen flammenden Hypogryph oder nee, was war das? Irgend sowas halt. Und dann gibt's da noch den Titel, wenn man die ganzen Daily Quests bis zur Vergasung gemacht hat, weil Tod von oben und alle Zeit Schlachtzugsbrei 2 heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja, das sitzt man ja noch ewig dran, wenn man da nicht weiß, dass das nur auf der einen Seite geht, finde ich auch irgendwie blöd, ja, hätten sie das doch auf zwei Seiten aufgeteilt, aber dabei kann man halt auf der anderen Seite die Sachen zu schnell machen, da muss man sich ja nur hochziehen lassen und das geht auch ohne die Quests dort. Also, ja, da wird es eigentlich gar nicht belohnt, dass man da die Quests auf der anderen Seite macht. Ich frage mich auch, ob wir schon irgendeinen Boss getötet haben. Ich glaube nicht, oder? Also, hier ist auch die WoW, also die Karte hier, die ist auch nicht so aufschlussreich. Obwohl, man hat zwar nicht Überblick über die gesamte Fläche, aber dafür weiß man auf der Ebene, wo man ist, genau wo man hin kann. Wow, also dass es hier dann so runter geht. Das ist gut, ich kenne mich ja auch so in der Instanz aus. Ich musste ja hier mit einem netten Schurken immer die Schließkisten farmen für den Insane-Titel. Und der Druide ist ja auch übrigens das letzte, was jetzt hier fehlt auf dem Weg, damit ich mit Inschriften Grunde eben die ganzen Kräuter verarbeiten kann. Und ich habe mich schon wieder verdrückt, das ärgert mich so ein bisschen. Naja. Rüstungsverringerung hatte ich auch vergessen. So ernst nehme ich das jetzt hier anscheinend auch nicht. So, jetzt haben wir auch den ersten Kopf erhalten. Aha. Tributhaufen. So, was ist denn jetzt hier für eine Hose? Nee, die brauchen wir nicht. Wo müssen wir den benutzen? Bei Uroks Tributhaufen. Mit der beschlagenen Pike zusammen. Mhm. Das hat jetzt aber nicht zu einer Quest gehört, oder? Hat das zu einer Quest gehört? Ich weiß es nicht. Ja, hier die Blicke sind auch wieder cool eigentlich. Da drüben sind ja auch noch die Gruppen, die wir nicht gemacht haben. Da unten fließt die Lava lang. Ist echt schon lange her, dass ich richtig hier war, ja. Also ich war in der Instanz, muss ich zugeben, das letzte Mal in Classic. Jetzt außer mit dem Schurken. Hammerhart. Und ey, das sind so viele Jahre, die das her ist. Ich weiß echt nicht mehr, wie viele Leute hier waren. Ich dachte 10. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Ich weiß nur, dass man für die obere Schwarzfelsspitze das Siegel des Aufstiegs benötigt, ja. Damit man dort die Tür aufmachen kann, weil da sind die, Feuer entfacht wurden, wenn man das hatte, dann ist die Tür dort aufgegangen. Aber das Siegel des Aufstiegs, wie man das bekommen hat. Das sind so Sachen. Ich weiß, dass es da am Anfang so einen Dreckhaufen gab, wo man hochgehen konnte. Und der sieht, glaube ich, aus wie ein Gegner. Und wenn man näher kommt, verwandelt der sich, glaube ich, aber in einen Verbündeten. Und irgendwie muss man da das unverzierte Siegel des Aufstiegs hier an der unteren Schwarzfelsspitze musste man das irgendwie holen und dann irgendwie reinigen oder kein Plan mehr.
solche Sachen waren halt wirklich cool, ja. Gab's noch Pre-Quests für Instanzen? Das gibt's ja jetzt überhaupt nicht mehr. Es gab das letzte Mal, ja, hier zu BT, glaube ich, gab's die letzte Pre-Quest, oder? Für zerschmetterte Hallen gab's eine, das weiß ich. Für MHBT gab's eine. Oh, ne, nehme ich nicht. Wofür gab es noch welche? Für Uni gab es eine. Also für die alte Version. Boah. Das sind auch mal interessant, solche Sachen wieder zu reflektieren hier einfach. Mal wieder drüber nachzudenken. Das interessiert mich auf jeden Fall. Jetzt muss ich hier noch schauen. Hier nicht sterben. Nee, das ist doch. Ja, ist auf jeden Fall mal interessant, hier wieder reinzuschauen. Und hier gibt es ja auch verschiedene Gegner. Da gibt es die Orks, die Oger, die Trolle, Magier, Krieger, Schurken, Schattenpriester, also hier gibt es Kriegshäuptlinge. Was ist hier? Ist das hier ein Boss? Schattenjägerin? Washgajin. Okay, das klingt zumindest interessant. Ja, ich kriege jetzt erstmal rein, dann könnte ich ja hier auch mal Rüstungsdebuff drauf machen. Jetzt hat halt jemand die Akku gezogen. Ich weiß gar nicht, was der Tank gerade macht. So, ich habe jetzt eigentlich alles Wichtige drauf. So, finishen. Dann wieder weitermachen. Jetzt bei so einer Instanz, da könnte ich jetzt natürlich hier auch die Fähigkeiten auspacken, die von hinten Schaden machen, würde ich natürlich viel mehr DPS machen. Aber ich denke ja hier schon die Hälfte der Zeit. Das heißt, wenn ich die anderen Fähigkeiten einwenden würde, dann würde ich noch mehr Aggro ziehen. Ja, ich werde mich dann vielleicht in Bären das nächste Mal verhandeln. Ich sehe das jetzt auch nicht so als schlimm an, dass ich hier gestorben bin. Die Hardcore-Ente wird mich ja retzen. Oh mein Gott, ich habe mir noch gar nicht den Namen hier angeschaut. Patch, Hardcore-Ente, Burn Ya All, fehlt noch R oder so, Burn Ya All, und Chiki-Jin. Das erinnert mich schon wieder an dieses dumme Pokémon. Ist das Chiki? Es ist nicht dumm, aber... Das klingt so, das Jin, das klingt ja schon irgendwie nach einem Troll, aber Jiggy Jin, naja, so würde ich, also wenn ich schon so einen Trollnamen mache, dann würde ich den nicht so machen. Aber ich mache ja allgemein auch nicht so einen Quark. Ach, jetzt habe ich gepult, ja, das ist jetzt, ich wollte hier durch die Luft anspringen, ja, das, ich wollte das hier mal so abenteuerhaft gestalten. Hat nicht geklappt. Hab ich halt gepult, jo. Ich meine, die Sachen sind hier so easy. Kann man schon fast gar nichts falsch machen. Ich bin hier nur so ein bisschen... Ja, und schauen, ob ich hier auch wirklich 60 werde mit den Instanzen. Weil das sind ja anscheinend die letzten beiden Instanzen. Danach muss ich eine machen, die schon irgendwie war. Oh, das ist irgendwie nicht so die beste Aussicht. Mal schauen. Vielleicht gehe ich auch doch nochmal questen. Mir lag es jetzt wirklich nur am Herzen, dass ich hier auch mal wieder in die Distanzen gehe. Okay. Ja, hier scheint jetzt alles zu passen. Also die Gruppen, die sind ja auch echt gut. So, da hinten ist auch, glaube ich, wieder ein Boss. Genau, Kriegsmeister Rone. Vielleicht wird er so ausgesprochen, vielleicht nicht. Wer weiß. Ach ja, übrigens auch wegen falschen Spells und so weiter. Ich spiele lieber eine Klasse, wo ich was falsch machen kann. Wo ich mich konzentrieren müsste. Und wo man sich auch verbessern kann, als irgendwie Mage. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, ne? So. Da ist mir das dann doch schon lieber.
meine, es gibt ja auch noch ein paar andere Aspekte, die man normalerweise noch bei Raids beachten muss. Movement und so. Das gibt's ja jetzt hier nicht so. Hier ist einfach nur draufklatsch. Draufklatsch, bumm. Also ich könnte höchstens meine Quicksonderfähigkeit rausnehmen und dafür die andere auspacken. So Katzengestalt, wo ist es denn? Ach, ich habe ja doch was, um meine Bedrohung zu verringern. Es muss mir wohl entfallen sein. Wie gehe ich das denn jetzt mal hin? Lege ich mal hier hin, dann packe ich das auf 0 oder so. No, wo ist denn jetzt das andere? Krallenhieb, Krallenhieb, nein. Spurt habe ich auch. Mensch, hier ein paar Sachen, die ich noch nicht ausgepackt habe. Ich glaube, jetzt geht's irgendwo weiter oder so. Oh. Ne, hier nicht. Ah, wo sind die jetzt lang? Ich habe jetzt nicht auf. Ach, die sind doch hier, lol. Was machen die denn hier? Ach, die machen einfach auf. Okay, schreddern. Was ist das, oder? Ja, lege ich das hier mal hin. Probiere ich das jetzt mal aus. Schredder. Okay, 40 Energie, aber das lohnt sich. Ich muss vorher aber einmal Zerfleischen draufpacken, weil der Schaden von Schreddern erhöht wird. So, einmal jetzt das und dann hier durchschreddern. Oh, da kriegt es massig Schaden. Dadurch mache ich natürlich Single Target extrem viel. Ich glaube aber, dass sich Cleaver immer noch mehr lohnt. Na schon. Fürs Leveln kann ich es ja eh wieder rauspacken. Ich muss hier bloß mal schauen, dass ich diesmal nicht eine Stimme habe, bei der ich dann verrecke. Also, wenn ich zu lange labe, ist ja in letzter Zeit so, ich bin irgendwie ein Stückchen krank irgendwie. Weiß nicht, irgendwas hier mit meinem Hals. Ist ein bisschen zugeschleimt. Zugeschleimt, ja.